Krombacher. Mit Felsquellwasser gebraut. Krombacher. Eine Perle der Natur. Wenn ein Regionalligist bei einem Verbandsligisten gastiert, kann das nur eins bedeuten: Es ist wieder Zeit für den Krombacher Hessenpokal. Genau genommen, sogar für das Halbfinale, und das bringt jede Menge Spannung bis in die Schlussminuten. Der erste Abschnitt verläuft kampfbetont, die Ellersheimer stehen tief und lassen hinten fast nichts anbrennen. Wenn mal was geht, dann über den langen Ball. Der hier findet seinen Weg in die Spitze zu Marco David, der legt ab auf Sebastian Ziemeier, kein Tor! Pero Miletic vom FC Ellersheim hier mit einem Wahnsinnsreflex verhindert das 1:0. Also verlieren wir keine Zeit, wir springen in die zweite Halbzeit, in der das Spiel deutlich an Fahrt aufnimmt. Der FC Ellersheim auf Augenhöhe kommt hier zum Schuss aus der Distanz, der Rausschnurrhaarscharf am KSV-Kasten vorbei. Nur 2 Minuten später, dann auf der anderen Seite, Adrian Bravo Sanchez legt hier raus auf Nael Nadjer. Der lässt einen stehen, versägt auch den zweiten. Ja, ist der denn zu stoppen? Ja, durch sich selbst verzieht den Ball in den Eddersheimer Nachthimmel. Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag, wem gelingt der erste Treffer? Vielleicht ja Eddersheim mit diesem langen Ball. Der Keeper ist draußen, hat ihn aber nicht. Jetzt wird's hier ganz wild. Patrick Hilzer bekommt den Ball aber nicht auf das Tor. Regt sich da auf über die vergebene Chance und den nicht erhaltenen Eckball. Anschließend beginnt hier die heiße Phase und nun fallen auch die Tore. Der KSV am Drücker, Flanke von links, zurückgelegt und dann steht der Captain. Goldrichtig. Frederik Bill macht das 0:1 für die Gäste. Der Regionalligist führt und ist jetzt auch heiß gelaufen, macht weiter Druck, möchte den Finaleinzug perfekt machen. Marco David im 1 gegen 1 setzt sich da ab, gezockt durch und vollstreckt dann auch ganz lässig. 2:0. Kassel sieht hier wie der sichere Sieger aus, aber Eddersheim steckt noch nicht auf, nutzt den technischen Fehler hier von der KSV-Abwehr, lassen den Ball gut laufen und ja, da ist er doch drin, nur noch 2:1. Alexander Scholz hat's hier gemacht, doch der Treffer kommt dann etwas zu spät. Der KSV Hessen Kassel zieht ins Finale des Krombacher Hessenpokals ein. Dort erwartet sie dann der Sieger aus dem Spiel TSV Steinbach gegen Wien Wiesbaden. Zweite Halbzeit sind wir rausgekommen, sind gut ins Spiel reingekommen, haben auch etwas mehr Spielanteile gehabt, waren am Drücker mit Akbulut Außennetz geschossen. Eine Minute später Ballverlust in der Offensive, Umschaltspiel nicht so gut gewesen bei uns. Und dann der zweite Ball mit Abschluss 1:0 war dann schon ein Nackenschlag, aber okay. Und zweite Tor, muss ich sagen, hätte ich Foul gegeben für uns. Schiri hat weiterlaufen lassen, 2:0. Und dann zum Schluss dann das Tor nochmal von Alexander Scholz, hat nochmal Hoffnung freigesetzt. Dann haben wir mit langen Bällen gespielt und am Ende hier dann bisschen unglücklich, aber ich glaube, das ganze Spiel hinweg verdient verloren. Eddersheim, kann man ein Kompliment aussprechen, die haben ordentlich gespielt, tun sich selbst, glaube ich, keinen Gefallen mit dem Platz hier, weil sie eigentlich gute Zocker in ihren Reihen, glaube ich, haben. Aber ja, eben hat mich jemand gefragt, ob das Spiel auf Augenhöhe war. Ist mir eigentlich egal, ob es auf Augenhöhe war. Hauptsache, wir haben gewonnen.